Strukturpakete sind eben auch Ausdruck einer bestimmten Wirtschaftspolitik. Und ich trenne da jetzt gar nicht so weit von Sozial- und Wirtschaftspolitik. Wenn man sich anguckt, die Auswirkungen, die mittlerweile erkennbar sind aufgrund dieser Investitionen, so gerade Arbeitsmarkt, ich weiß, es geht nicht schwerpunktmäßig um den Arbeitsmarkt, aber es hängt halt, wie ich finde, stark miteinander zusammen, ist, dass im Grunde genommen diese ganzen Bereiche, die gestützt worden sind, überwiegend Männerarbeitsplätze sind. Das heißt, im Grunde genommen wurde nicht unterstützt diese Bereiche Gesundheit, Pflege und Bildung, was eigentlich klassische Frauenarbeitsplätze sind. Da ist kein Geld reingegangen und interessanterweise wiederum ist in den Jahren 2009 und 2010 da sind Arbeitsplätze dazugekommen. Jetzt heißt es ja manchmal so, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, letztes Jahr sind die Frauen die Gewinnerinnen der Krise. Ich finde das so ein bisschen polemisch. Auf den ersten Blick könnte man vielleicht sagen, ja, vielleicht, aber ich glaube letztendlich nicht, weil es halt zu befürchten ist. Jetzt kommen wir nämlich zu dem zweiten Aspekt, der Konjunkturpaket, es muss gespart werden. Das heißt, das anzunehmen ist, neben den Sparpaketen, die wir jetzt schon beobachten können, auf einer kommunalen Ebene, dass halt genau die Arbeitsplätze, in denen Frauen arbeiten, in der Gesundheit, in der Pflege, in der Bildung, dass da noch weiter gespart wird. Das heißt, dass Frauen in der zweiten Welle, in dem zweiten Schritt, sehr benachteiligt sind von den Konjunkturpaketen. Wir wollen eine Transformation der Wirtschaft und eine ökologische und soziale. Das bedeutet für die Grünen, dass dieser Green New Deal ein Konzept des Wandels, der Veränderung ist. In dem Zusammenhang spielt das Soziale auch eine große Rolle, weil wenn man sich anguckt, vor welchen Problemen oder welche die Leute stehen, welche Ängste sie haben, demografischer Wandel, Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, familiäre Strukturen verändern sich und zusätzlich sagen wir, die ganze Wirtschaft muss sich auch noch zusätzlich verändern, das ist teilweise schon eine ganz schöne Zumutung. Es ist eine sehr Kopfgeburt, diese ganze Geschichte. Bisher ist es sehr wenig in den Herzen oder in dem Wollen, in dem Streben der Menschen angekommen. Es sieht sehr von außen, stürmt sehr von außen auf die Bürger ein. Und ich glaube, dass die Grundbereitschaft dafür, einen so starken Gang, einen so langen Gang und einen so schwierigen Gang zu gehen, wie das dieser Green New Deal erforderlich machen würde, momentan ganz, ganz schwer zu finden ist in der Gesellschaft. Wir brauchen sowas wie einen investiven Sozialstaat, also nicht nur einen, der jetzt Almosen verteilt oder nur von oben nach unten jetzt verteilt, sondern es geht darum, tatsächlich Initiative zu wecken, Kreativität zu fördern. Und was auch nochmal wichtig ist, dieser Green New Deal, dieser Umbau, der von Gesellschaft und Wirtschaft ist so ein großes Ding, dass da jeder mitarbeiten muss. Das heißt, wir brauchen tatsächlich jeden dabei und müssen deswegen Teilhabe für alle schaffen. Wenn ich jetzt auf einzelne Maßnahmen komme, sind da wichtig als Stichworte Bildung, ganz zentral für Befähigung, aber wir brauchen auch eine universelle Sicherung, deswegen Bürgerversicherungen im Gesundheitsbereich, aber auch bei der Rente, bei der Pflege und wir brauchen eine allgemeine Grundsicherung, die tatsächlich niemanden zurücklässt. Vorhin fiel schon mal das Stichwort Grundeinkommen. Unabhängig davon, ob man etwas an Arbeitsleben teilnimmt oder nicht, eine Grundsicherung hat, die die Existenz sichert und vielleicht auch ein bisschen mehr sogar noch, trifft auf eine Entwicklung, die wir global als Fachkräftemangel beschreiben und der zunehmend unsere Lebenswirklichkeit beschreibt. Das ist zumindest die öffentliche Wahrnehmung. Wie kann ich das damit vereinbaren, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, bin aber nicht in dieser Mitmachgesellschaft dabei, sondern ich ziehe mein Grundeinkommen und gucke mal, wie ich damit zurechtkomme. Das ist, glaube ich, ein gesellschaftlicher Druck. Ich sage gar nicht, dass diese Gruppe der Menschen so groß ist, die das sagen, aber ich glaube, dass diese gesellschaftliche Konstellation es sehr schwierig machen wird, dafür da Überzeugungsarbeit zu leisten. Es wird ja immer aktuell auch genau darüber geredet, man muss jetzt sparen und die Kommunen müssen sparen und der Staat muss sparen. Und was halt immerhin am Rande erwähnt wird, was ich aber finde, was viel mehr gestärkt werden muss, ist, wie kann eigentlich der Staat auch Einnahmen generieren? Also diese Besteuerung von Finanzgeschäften ist da eine Möglichkeit. Wir haben eine der geringsten Steuerquoten und auch wenn man da die Sozialabgaben noch mit dazu zählt, landen wir so im europäischen Mittelfeld. Wenn man aber guckt, wie stark sind denn so mittlere Einkommen belastet, insbesondere Arbeitseinkommen, sind wir im internationalen Vergleich total spitze. Das heißt, wir haben ein riesen Verteilungsproblem. Thema der heutigen Veranstaltung war, welchen Sozialstaat können wir uns leisten? Und ich finde, es gibt einen Satz von Heribert Prantl, der sehr schön zusammenfasst, nämlich, oder das Problem auf den Punkt bringt,
nämlich wir können es uns nicht leisten, uns den Sozialstaat nicht zu leisten. Und das wurde heute diskutiert im Rahmen der Debattenreihe, wo es um den Green New Deal ging und das soziale Stärken. In diesem Zusammenhang wurde heute vor allen Dingen diskutiert, wie kann der Sozialstaat aussehen, wie muss dieser umgebaut werden, damit er sozial-ökologisch ausgerichtet ist. Und dabei ging es vor allen Dingen um die Feststellung, dass im Zuge der Krise plötzlich die ganzen Gelder, die sonst nie da sind, um für einen sozialen Umbau, also für einen wirklich sozialen Umbau des Sozialstaates, dass diese Gelder plötzlich da waren in Form beispielsweise der Konjunkturpakete 1 und 2, dass die ganzen Exportindustrien gestützt wurden, aber gleichzeitig ein Diskurs stattfindet, der immer wieder sagt, wir können uns eigentlich den Sozialstaat nicht mehr leisten, es ist viel zu teuer. Denn die nächsten Themen schließen sehr gut an den heutigen Tag an, nämlich Green New Jobs. Welche neuen grünen Jobs brauchen wir? Wie muss eine nachhaltige Beschäftigungspolitik aussehen und was für eine Qualifizierung brauchen wir hierfür? Und wie sieht eigentlich eine nachhaltige Gesundheitspolitik in der Zukunft aus?